big man! We had a deal! We had paperwork! Hey! Fuck off, Johnny! Hey, you're a couple real badasses! Put a beat down on an old man! Hey, we don't take that! We have a deal with them! Just about. Please, get those millennial ass wipes! Pleasure. You fuck what?! Ist okay. Alter, jetzt werden die hier auch noch ganz schön frech hier. Where you going, tough guys? So, dann mal hinterher. Erledige Rocco. Oh, der ist ganz schön eng. Ich habe hier die große Karre mitgenommen. So, haben wir hier die Schranke weg. Und jetzt schnappen sie uns. Gehen sie einfach da auf so einen alten Mann. So, aus dem Weg. Habe ich so einen Jeep. So, Pistole, Pistole. Oh, habe ich gar keine Dings mehr. Wir haben gar keine Uzi mehr. Schade. So, oh. Scheibe ist schon kaputt oder weg. Alles klar. Alles schreien sie hier rum. Was geht hier ab? Ja, mit Geländewagen kann ich noch nicht so ganz. Sind so ein bisschen komisch in der Kurvenlage. Alter, der rast da rum. Gibt's ja gar nicht. Wo will denn der hin? So, mal gucken, ob wir ein bisschen mehr treffen. Alter, oh, der ballert auch. Gibt's ja gar nicht. Alter, der trifft auch noch richtig gut. So, ein bisschen hier unverlässlich von der Straße runter. Alter! Wow, Alter, von hinten! Was geht jetzt ab? Was war das gerade? Na, jetzt flitzt er mir davon. Oh! Hier mit Vollgas! Und. Oh, ich hab glaub. Habe ich ein Dings getroffen? Alter, mein Leben! Was geht denn bei denen ab? Oh, irgendwie ist mein Motor beschädigt. Aber ich meine, ich habe vielleicht sogar einen Reifen getroffen. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Alter, mein Auto. Boah. Irgendwas passt an der Lenkung auch nicht mehr. Irgendwie ist jetzt ganz. Also, die ist so richtig. Wie als wäre sie ein bisschen so eingeklemmt. Alter, ich kann gar nicht mehr lenken. Gibt's gar nicht. Boah, da wird einer fahren, aber die. Ach, ich muss nach rechts. Nicht, dass ich den noch verliere. Alter, ich brauche unbedingt ein neues Auto. Man, der lenkt gar nicht mehr voll ein. Irgendwas ist ja kaputt gegangen. So, komm, wir holen ja noch auf. So, Leben haben wir auch wieder ein bisschen. So, ich weiß nicht, steckt er irgendwann aus oder so? So, oh, sehr nice. Den Fahrerhammer, den anderen auch. So, und schnell hier weg. Danach können wir auch kurz die Karre wechseln. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs. Rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. So, ach so, jo, ich kann ja annehmen, ja, dann machen wir das. Of course, I'll be right over. So, oh, jetzt bin ich auch nicht falsch gefahren. Oder ich fahr einfach mal hier robuste. Alter Falter. Obwohl, hier ist blöd, hier ist gar keine Straße. Alter, das Auto machen wir mal richtig kaputt. So, aber mein linkes Rücklicht geht noch. Ist natürlich Hauptsache. So, ich will hier irgendwo eine Abkürzung machen. Und dann lande ich irgendwo in so einem Hintergarten. Und nicht mehr rauskommen. Egal, probieren wir es mal. Oh, Baum, Baum, Baum. Na. Wie ich die Bäume treffen kann, aber nicht auf der Straße bleiben kann, gibt's nicht. So,
So, weil hier komme ich jetzt nirgends durch. Dann laufen wir kurz. Die alle mit Fettpool und so. Was geht denn da ab? So, hier steht schon was in der Einfahrt. Ja, nehmen wir mal mit. Alle sogar mit Cabrio verdeckt. So, keiner zu Hause. Sehr schön. Oh, Rhythm of the Night. Jetzt geht's los hier. So, dann fassen wir kurz nach unten. Alter, hier kommen wir vor die Riesen. Alter, ich kann echt nicht mehr fahren. Geht's doch nicht. Hier einmal so. Voll die fette, langgezogene Kurve. Kommt da was? Nee. Kann ich mal kurz überholen? Sehr schön. Also die ging dieses Jahr eigentlich auch schon geil gemacht. Mit den ganzen Villen und Bonzenhütten. Aber halt ein bisschen eng. Auch Platz auf der Straße. So, hier, da war noch gelb. Das hat keiner gesehen. Hier auch. Alter, hier gelbe Welle. Gibt's ja gar nicht. Wow, hallo, was wird das? Hallo? Warum ist jetzt vorher da hoch? Oder nur so ein kleiner Randstein? Kippt das schon halb ab. So. Lasst ihr mich rein? Sehr nice. So, geparkt. Zwei Parkplätze, ich darf das. Kein Ding. Come in! Come in! Thank you, thank you, thank you. Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. So, auch nur wieder ein Anrufbeantworter. Guck mal, was haben wir denn da hinten? Schickes Stehen. So, ich kann gerade nicht spenden, weil es lädt. Wir haben ein bisschen lange gebraucht. So, da hinten steht so ein bisschen was Älteres. Mal gucken, wie wir den hochtunen können. Der dann mal so richtig geil aussieht. So ein bisschen was Älteres. Also, ich soll das eine Anlehnung sein an den Dodge Challenger? Ein bisschen was Älteres? Das ist halt nicht den neuen, sondern eher, keine Ahnung, vielleicht so 10 Jahre oder so, älter. Könnte vielleicht sogar sein. So, wo können wir überhaupt eigentlich hin? Wir haben hier die Hauptmission mit Lester. Deshalb gehen wir mal... Achso, ich habe halt keine Garage. Immer das Garagenproblem. Oder habe ich nicht mit Michael eine Garage irgendwo gekauft? Hier haben wir Landeplatz, Yachthafen. Was haben wir hier vorne? Ein Hangar. Ist natürlich auch cool. Hatte ich nicht hier auch mal irgendwo eine Garage? Das muss ich gerade mal überlegen. Ich hatte doch mal eine, oder? Obwohl, oder habe ich die mit dem Trevor gekauft? Aber da müsste doch irgendwo, müsste doch irgendwie auch noch eine Garage von Michael sein. Hier,
Rajin Vinewood. Obwohl, da sind wir gerade hier auf dem Weg. Hier. Dann machen wir das mal kurz. Haben mit dem auch noch 4 Plätze. Kann mal gucken, ob der Michael auch noch einen Bugatti findet. Wäre natürlich geil. Dann bin ich mal gespannt, ob wir den hier so richtig schön herrichten können. Wobei als Cabrio wäre auch geil. Aber jetzt erstmal schauen. So, einmal hier hinten rein. So, was steht hier gerade? Ja,